Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Tiet. Ich betreibe die Seite Aktienfinder.net, den Aktienscreener für Wachstumswerte. Hier dreht sich es ums langfristige Investieren in Aktien, um von steigenden Kursen und steigenden Dividenden zu profitieren. Und es geht am besten, wenn man etwas Hintergrundwissen hat zur Fundamentalanalyse. Und das wird jetzt also wahrscheinlich werden es sogar mehrere Videos sein. Und zwar stehen die alle unter dem Zeichen, ist die Dividende sicher? Und ich möchte fundamental einige Kennzahlen oder Besonderheiten näher bringen, die alle darauf abzielen, herauszubekommen, ob die Dividende sicher ist oder ob sie eher vielleicht auf der Kippe steht, sodass man das Investment am besten gar nicht eingehen sollte. Wir beschäftigen uns jetzt mal mit der Ausschüttungsquote und ich möchte das auch an praktischen Beispielen jeweils sichtbar machen. Und dafür gehen wir in Aktienfinder und gucken uns dann einzelne Aktien an. Der Sinn der ganzen Übung besteht darin, um Dividendenkürzung herumzukommen. Dividendenkürzung ist ja quasi der Albtraum eines Dividendeninvestors, eigentlich nicht nur Dividendeninvestors, weil Dividendenkürzung, das heißt nicht nur, dass die Dividenden weniger werden, das heißt auch, dass das Unternehmen Probleme hat und das heißt auch, dass die Kurse fallen werden. Das heißt, man wird dann auch auf einen gehörigen Buchverlust im Regelfall sitzen, wenn die Dividende gekürzt wird. Wie das in der Praxis aussehen kann, das gucken wir uns mal anhand von General Electric an. General Electric ist ja ein großer Name und war auch ein Dividendenaristokrat gewesen bis 2008 und dann im Rahmen der Finanzkrise hier Dividendenkürzung von 1,24 US-Dollar auf 1,60 US-Cent und dann nochmal Dividendenkürzung auf 46 US-Cent. Dann ging es mal wieder ein bisschen mit der Dividende bergauf und jetzt in der jüngsten Vergangenheit gab es dann erneut eine Kürzung der Dividende von 84 Cent auf 37 Cent. Das ist natürlich bitter und wie gesagt, hat es auch dann immer Kursverluste zur Folge, weil die Dividendenkürzungen in den USA sind ja immer eine Folge von sehr schlecht laufenden fundamentalen Entwicklungen, also sinkenden Gewinnen und Cashflows. Entsprechend geht dann auch die Bewertung der Aktien in den Keller, sodass man hier eben dann auch auf entsprechenden Buchverlusten sitzt. Eine andere Dividendenkürzung, die jetzt stattfinden wird, ist L Brands. Hier hat das Management angekündigt, dass die Dividende gekürzt wird von 2,40 auf 1,20, also eine Halbierung im Geschäftsjahr 2020 dann. Und auch hier haben wir dann entsprechend die Kursverluste zu realisieren von über Spitze 100 US-Dollar auf aktuell 27 US-Dollar. L Brands hatte ich übrigens gehabt, auch im Rahmen von Optionsgeschäften. General Electric hatte ich übrigens vor vielen Jahren auch gehabt, habe die dann aber auch noch verkauft. So, und die Ausschüttungsquote, die ist eine recht bekannte Kennzahl, um die Sicherheit der Dividende zu bestimmen und die berechnet sich, oder es gibt zwei Arten von Ausschüttungsquoten bzw. von Formeln. Die eine Ausschüttungsquote berechnet sich, indem man die Dividende durch den bilanzierten Gewinn teilt und die andere Ausschüttungsquote berechnet sich, indem man die Dividende durch den Free Cashflow teilt. Und beide Ausschüttungsquoten haben Pro und Contra. Meistens sagt man, die Ausschüttungsquote auf den Free Cashflow wäre besser, weil der Free Cashflow den tatsächlichen Geldzufluss ins Unternehmen widerspiegelt, wenn der bilanzierte Gewinn nicht den Geldfluss widerspiegelt. Da gibt es nämlich einige Verzerrungen, bekannt beispielsweise die Abschreibung, also wenn Maschinen beispielsweise gekauft werden, dann ist das der komplette Betrag im Regelfall zahlungswirksam, aber der bilanzierte Gewinn wird nur um die Abschreibung reduziert. Rückstellungen gibt es noch, beispielsweise für Pensionsrückstellungen oder für Steuern oder für Gerichtsverfahren, falls man sozusagen eine Strafe bezahlen muss. Es könnte auch sein, dass man das Forderungsmanagement gut gemacht hat, sodass weniger offene Forderungen sind. Dann fließt einem mehr Geld zu, weil man quasi den Forderungsbestand abgebaut hat. Das Gleiche ist auch über Verbindlichkeiten möglich. Dass man mehr ausstehende Verbindlichkeiten hat, ist dann ebenfalls Cashflow-positiv. Also es gibt viele unterschiedliche Faktoren, die zu einem Unterschied führen zwischen dem bilanzierten Gewinn und dem Geld, sprich Cashflow, das ins Unternehmen rein bzw. wieder rausfließt. Da Dividenden zahlungswirksam sind, jedenfalls im Regelfall, wenn es keine Stockdividenden sind,
ist deshalb aus dieser Sicht der Dinge der Cashflow zu bevorzugen. Das heißt, wenn die Ausschüttungsquote mithilfe des Free Cashflows bestimmt wird, warum Free Cashflow und nicht zum Beispiel operative Cashflow? Deshalb, weil der Free Cashflow der operative Cashflow abzüglich der Investitionen ist. Und erst wenn die Investitionen ebenfalls abgezogen sind, übrig bleibt das, was das Unternehmen ausschütten kann, ohne an der Substanz zu zehren oder ohne quasi die Zukunftsaussichten zu verschlechtern. Also insofern wäre dann die Free Cashflow-Sicht der Ausschüttungsquote vorzuziehen. Es gibt aber noch ein Argument, was wiederum dazu führt, dass die Free Cashflow-Sicht vielleicht doch nicht die allein glückselig machende Variante ist. Und es hat damit zu tun, dass der Free Cashflow eben die Investition berücksichtigt, also das, was gerade eben positiv war, das verkehre ich jetzt ins Negative. Und zwar, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass ein Unternehmen eine schwere Zeit durchmacht, beispielsweise, weil wir uns in einer Wirtschaftskrise befinden, dann passiert es ja relativ oft, dass die Investitionen gekürzt werden. Man möchte bessere Zeiten abwarten, möchte wieder Planungssicherheit haben. Und es gibt vielleicht jetzt keinen Grund, die Fabrik hier irgendwo hinzustellen, weil die Auslastung eben sinkt. Aber wenn die Auslastung wieder anspringt, dann wird man vielleicht doch die Fabrik bauen wollen. Und das heißt, wenn wir jetzt die Investition quasi zurückdrehen, dann wird ja der freie Cashflow größer, weil wir hier in diesem Feld weniger Ausgaben haben. Das heißt, die Ausschüttungsquote geht dann nach unten und es sieht so aus, als ob wir mehr Geld hätten zum Ausschütten. Wenn jetzt aber tatsächlich diese Freiheiten benutzt werden würden und mehr Geld ausgeschüttet werden würde, dann würde es ja eben in der Folge fehlen, dieses Geld. Insofern muss man dann auch wieder aufpassen, dass man dann nicht an der Substanz zehrt, also und zu viel ausschüttet. Und deshalb würde ich fast sagen, am besten guckt man sich beide Ausschüttungsquoten an, also sowohl die auf den Gewinn, also das wäre im Aktienfinder jetzt diese hier, als auch die auf den Free Cashflow. Und im besten aller Fälle sind eben beide Ausschüttungsquoten unbedenklich. Da wo wir schon beim nächsten Thema wären, was heißt jetzt niedrig genug, beziehungsweise welche Höhe der Ausschüttungsquote ist akzeptabel? Da gibt es einige Kollegen, die von festen Ausschüttungsquoten ausgehen oder die Korridore aufziehen und dann beispielsweise sagen, 75% ist okay. Ich würde das etwas differenzierter versuchen zu betrachten. Und zwar habe ich mal wieder ein Excel gemacht. Und eine Variante, wie man die Höhe der Ausschüttungsquote bestimmen kann, die noch in Ordnung ist, wäre, wenn man schaut, welche Ausschüttungsquote denn in der jeweiligen Branche, in der das Unternehmen tätig ist, normal ist. Und das hier ist zugegeben sehr auf einem sehr hohen Level. Und im Aktienfinder stehen auch mehrere detailliertere Level zur Verfügung. Da gibt es dann 4 Ebenen. Wir sind auf der obersten Ebene, einfach damit wir hier nicht so viele Zeilen haben. Und was ich einfach nur zeigen möchte, ist, dass je nach hier in diesem Fall Superbranche, also der obersten Ebene quasi, die durchschnittlichen Ausschüttungsquoten doch schon recht unterschiedlich sind. Niedrigsten Ausschüttungsquoten haben wir im Technologiesektor, ungefähr 40%. Und höchsten Ausschüttungsquoten haben wir hier bei den Versorgern und auch im Energiebereich sind die Ausschüttungsquoten doch schon relativ hoch. Was auch noch auffällt, das ist, dass die Ausschüttungsquote auf den Free Cashflow im Regelfall höher ist als die Ausschüttungsquote auf den bilanzierten Gewinn hier. Was auch nachvollziehbar ist, weil wenn Investitionen getätigt werden, dann sind die eben sofort zahlungswirksam. Das heißt, die werden zu 100% vom Free Cashflow abgezogen, gehen aber nur in Form von Abschreibung, also nur teilweise dann auf den bilanzierten Gewinn, sodass der bilanzierte Gewinn nicht zu 100%, also die Kosten nicht zu 100% auf den bilanzierten Gewinn eines Geschäftsjahres jedenfalls angerechnet werden. Deshalb im Regelfall ist hier dann diese Zahl höher. Allerdings habe ich gesehen, nicht immer hier im Kommunikationssektor ist es gerade andersrum. Was damit zum Beispiel zusammenhängen könnte, dass hier momentan nicht allzu viele Investitionen getätigt werden, sodass die Abschreibungen momentan höher sind als der Free Cashflow. Das wäre also eine Betrachtungsweise, hier die Branche, in der das Unternehmen tätig ist, um herauszufinden, welche Ausschüttungsquoten denn man als normal bezeichnen kann. Dann ist natürlich noch interessant, das Unternehmen selbst anzugucken. Und zwar hier dann die Historie. Wenn wir zum Beispiel mal McDonald's nehmen,
dann sehen wir, dass die Ausschüttungsquote zumindest auf den Free Cashflow relativ hoch ist, mit über 80%. Wir sehen aber, wenn wir hier einfach mal uns im Zeitverlauf Free Cashflow, aber auch Gewinn und hier in Bezug dazu die Dividende anschauen, dass es eigentlich schon fast normal ist, hier zumindest in den letzten Jahren, dass die Ausschüttungsquote von McDonald's jedenfalls auf den Free Cashflow bezogen relativ hoch ist. Auch hier wieder, es werden wahrscheinlich immer mal wieder Immobilien gekauft und dann neue Filialen hingestellt von McDonald's. Das kostet halt Geld und insofern ist der Free Cashflow dann niedriger aufgrund der laufend relativ hohen Investitionen als der bilanzierte Gewinn. Auf der anderen Seite steigt auch der Free Cashflow zuverlässig an, genauso auch parallel zum Gewinn. Und in so einem Fall kann man dann schon sagen, okay, es ist zwar relativ hoch hier, die Ausschüttungsquote, aber im gewissen Sinne ist es bei McDonald's normal. Es gibt ja noch andere Unternehmen, zum Beispiel Unilever. Auch hier haben wir eine relativ hohe Ausschüttungsquote von über 70% jeweils, hier fast 80%. Und auch hier sehen wir eben ähnlich wie bei McDonald's, dass Free Cashflow und bilanzierte Gewinn eigentlich immer, ja, mit relativ gleichem Abstand zur Dividende steigen. Insofern wäre das jetzt auch kein besonderer Grund zur Beunruhigung. Und hier wären wir dann auch schon am Fazit angelangt. Ich würde jetzt nochmal zusammenfassen. Ich halte es für sinnvoll, wenn man beide Ausschüttungsquoten anschaut, also sowohl die hier als auch die hier. Wenn man das Branchenumfeld beachtet, also wir haben uns in Excel hier diese Superbranche angeguckt, man kann natürlich dann noch weiter differenzieren, weiter runtergehen, so tief, wie es eben Sinn macht. Und man sollte auch meines Erachtens hier auf den Zeitverlauf achten, wenn eben Free Cashflow und bilanzierte Gewinne schön stetig steigen, dann ist es halt weniger dramatisch, wenn die Ausschüttungsquote relativ hoch ist. So, ich hoffe, das mit der Ausschüttungsquote ist ein bisschen klar geworden, falls es nicht schon ganz klar war. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.